schon sein. So, servus Leute, da bin ich wieder, der Morgan ist am Start. Ich habe mir jetzt gerade noch 5 Minuten Tarin in einem Pfiffe und habe jetzt viel Energie wieder, um mit euch das alte Lager zu erkunden. Letztes Mal haben wir hier aufgehört, wir sind frisch angekommen im alten Lager, an den Torwachen sind wir schon vorbei. Und ich würde sagen, wir erkunden dieses ganze Ding hier jetzt mal. Kann schon sein. So, hier, Schatten gradischt. Kalle, hör auf, deine Linse zum Kochen. Ich bin neu hier. Ich bin neu hier. Gerade angekommen, was? Ich bin Grimm. Bin auch noch nicht so lange da. Bin eine Fuhre vor dir mit reingeworfen worden. Wie ist das Leben hier so? Ganz ruhig. Solange du dein Schutzgeld an die Gardisten bezahlst. Was muss ich machen, wenn ich in diesem Lager aufgenommen werden will? Also zuerst mal wirst du Schatten. Dazu musst du einen Fürsprecher finden. Jemand, der dir alles erklärt und für dich einsteht. Ich an deiner Stelle würde mich direkt an Diego halten. Habe ich auch gemacht. Der ist ganz in Ordnung. Er stellt dir die Prüfung des Vertrauens. Die sieht bei jedem anders aus. Dann gibt's noch einige kleinere Aufgaben von anderen Schatten. Kann man uns vertrauen? Wenn du die gelöst hast, bist du dabei. So einfach. Ja dann. Komm, erzählen Sie doch mal, was ist deine Prüfung des Vertrauens? Was ist deine Prüfung des Vertrauens? Das kann ich dir nicht sagen, Mann. Über solche Dinge musst du hier schweigen. Ah, sorry, Bro. Sorry, du Model. Gehen wir mal weiter. Mein Gott. Diego, bist du's? Komm, ey. Schon lange nicht mehr gesehen. Also, dann schieß mal los. Erzähl mir was über das alte Lager. Es ist das größte und mächtigste der drei Lager. Gomez und seine Jungs kontrollieren das Lager und damit den ganzen Erzaustausch. Einmal im Monat schickt der König uns alles, was wir fordern. Wir haben den alten Sack in der Hand, verstehst du? Er ist auf das Erz angewiesen. Er schickt uns Wein, Brot, Fleisch, Waffen, einfach alles. Du kannst auch deinen Teil davon bekommen. Alles, was du tun musst, ist, dich Gomez Leuten anzuschließen. Wir wollen natürlich nicht nur einseitig spielen, uns interessieren natürlich auch die anderen beiden Lager. Vielleicht machen die uns bessere Angebote. Was ist mit den beiden anderen Lagern? Die beiden anderen Lager haben sich abgespalten, um ihren schwachsinnigen Ausbruchsplänen nachzugehen. Es gibt das neue Lager im Westen der Kolonie. Die Magier dort meinen, wenn sie genug Erz zusammengekratzt haben, können sie die Barriere einfach sprengen. Dann gibt's im Osten die Sektenspinner. Sie haben ihr Lager im Sumpf. Und beten zu ihrem Götzen, er möge ihnen die Freiheit schenken. Bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Wenn ich du wäre, würde ich meine Zeit nicht mit den Spinnern verschwenden. Immer das Gleiche, weißt du? Ruft jemand an, man schreibt jemand und er meldet sich nicht. Genau das gleiche Beispiel hier. Schiss Sauerei. So gottesverhält, gell? Vielleicht weiß er was über die Barriere. Erzähl mir was über die Barriere. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie ist undurchdringlich. Was passiert, wenn ich hier einfach wieder rausspaziere? Der Letzte, der das versucht hat, ist tot auf der anderen Seite angekommen. Diese verdammte Barriere lässt dich zwar rein, aber raus kommst du hier nicht mehr. Wenn es einen Weg hier raus gibt, werde ich ihn finden. Hast du so eilig, hier wieder rauszukommen? Du bist ja gerade mal da. Gott. Mach's gut. Kalle, die Welt ist schnelllebig, gell? Keine Zeit hier die ganze Zeit immer rumzuhorgen. Ich muss hier wieder raus. Zeit. Ihr habt nur einen Kessel Linse auf dem Herd, der verbrennt mir sonst. Torus. Halt! Was ist? Du darfst nicht in die Burg, hau ab! Fick dich doch. Arschloch. Torus. Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Sollen wir versuchen, ein bisschen zu schmieren? Frag mal. Würdest du mich für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen? Für eine entsprechende Menge? Wie viel? Nun, es müsste eine Weile dauern, das Erz zu zählen. So lange würden die Jungs am Tor und ich dann wegsehen. Sag schon, wie viel?
1000 Brocken dürften genügen. 1000 Brocken? Ja, moin. Nun, du könntest dich Gommes Leuten anschließen. Dann kommst du auch in die Burg. Jetzt habe ich ja gar keinen Bock. Ganz umsonst. Sollen wir das immer zählen? Ach, guck mal, machen wir auch wichtig ein bisschen. Ich muss in die Burg. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Und ich soll dich jetzt in die Burg spazieren lassen? Damit du ihn abgeben und deine Belohnung kassieren kannst? Ja. Na gut. Zeig her den Brief. Den gebe ich nicht aus der Hand. Vergiss es. Schon vergessen. Ich will für Gommes arbeiten. Ah. Und wieso, glaubst du, ist Gommes daran interessiert, dass du für ihn arbeitest? Alter. Diego hat's hergeschickt, Mann. Diego sagt, du entscheidest, wer Gommes interessiert. Hm. Wenn Diego denkt, du taugst was, kann er sich auch mit dir umschlagen. Ich werde dir jetzt erklären, wie das läuft. Diego wird dich auf die Probe stellen. Wenn er denkt, dass du gut genug bist, werde ich dich zu Gommes in die Burg lassen. Was dann passiert, liegt an dir, kapiert? Ich werde mit Diego reden. Jawohl. Der hat doch bestimmt auch was zu tun für uns. Warum stellst du mich nicht auf die Probe? So läuft das hier nicht, Kleiner. Jeder Neue, der sich hier beweisen will, braucht einen Fürsprecher. Der Fürsprecher muss einer von Gommes Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich. So läuft das hier. Mhm. Ich habe es auch gesagt, immer dranbleiben. Also bleiben wir jetzt an der Aufgabe ab. Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Nein, die Dinge, um die wir Gardisten uns kümmern, sind eine Nummer zu groß nicht für so dich, auf Model, ey. Halt dich lieber an die Prüfungen, die dein Fürsprecher dir stellen wird. Ich gebe jetzt nicht auf. Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. Sowieso. So, du willst also unbedingt versagen. Es gibt eine Sache, die nur von jemandem erledigt werden kann, der keiner von Gommes Leuten ist. Aber ich warne dich. Wenn du das Ding vermasselst, bekommst du mächtigen Ärger. Schieß mal los. Ich bin bereit für deine Aufgabe. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns. Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren. Verstanden? Ja. Wir haben Ärger mit einem Typen aus dem neuen Lager. Mordrak ist sein Name. Er hat Eigentum der Erzbarone gestohlen. Es gibt viele Banditen im neuen Lager, auf die das zutrifft. Aber dieser Junge kommt in unser Lager und verkauft unsere gestohlene Ware an unsere Jungs zurück. Damit ist er eindeutig zu weit gegangen. Aber er weiß ganz genau, dass ich nichts machen kann. Warum? Weil er unter dem Schutz der Magier steht. Klingt eher, als wären die Magier dein Problem. Ja, aber eines, das sich schwer lösen lässt. Vor ein paar Jahren hat mal einer der Schatten versucht, den obersten Magier des Feuers im Schlaf zu erdolchen. Er wurde später im Außenring gefunden. An verschiedenen Stellen im Außenring. Ja, moin. Solange es sonst nichts ist. Wieso beschützen die Magier diesen Mordrak? Weil er als Bote für sie arbeitet. Unsere Magier stehen mit den Magiern des neuen Lagers in Kontakt. Sie schicken regelmäßig Boten hin und her. Wenn ich einen ihrer Boten aus dem Lager werfe oder umlegen lasse, könnten sie sehr unangenehm werden. Was ist mit mir? Was glaubst du, machen die Magier mit mir? Du bist neu. Dir passiert gar nichts. Ich dagegen bin für das verantwortlich, was meine Jungs tun. Deswegen ist es ja so wichtig, dass du die Klappe hältst. Gut, wo finden wir den? Wo finde ich Mordrak? Du findest ihn am Südtor, auf der anderen Seite der Burg, direkt hinter dem Eingang. Weiter traut sich dieser Halunke nicht ins Lager. Nein, oder? Sorry. Soll ich den Kerl umbringen? Du sollst dafür sorgen, dass ich ihn hier nie wieder sehen muss. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Kein Problem. Easy. Ich kümmere mich darum.
Ja gut, das war's dann wohl hier. Muss ich sagen, zurück zu Diego. Kalle, jetzt stehst du da drüber. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Romantisch. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Ich habe mit Torus geredet. Und, was sagt er? Er will mich im Lager aufnehmen, wenn du denkst, dass ich gut genug bin. Sieht so aus, als hätte ich einen neuen Job. Fangen wir direkt an. Vorher solltest du ein paar Sachen wissen. Was muss ich wissen, um im alten Lager aufgenommen zu werden? Wenn du aufgenommen werden willst, musst du Pluspunkte sammeln. Es gibt einige einflussreiche Leute hier im Außenring. Die meisten davon sind Schatten. Wenn du es schaffst, sie zu beeindrucken, bringt dir das Pluspunkte ein. Dann musst du eine Prüfung des Vertrauens ablegen. Außerdem gibt es für einen Neuen wie dich jede Menge neuer Talente zu lernen. Je mehr du lernst, desto wertvoller bist du für uns. Das passiert mir nicht nochmal. Wo finde ich die wichtigen Leute? Nun, einer steht hier direkt vor dir. Dann wäre da noch Torus. Den kennst du ja schon. Was die anderen betrifft, das wirst du selbst rausfinden müssen. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, hast du hier im Lager sowieso nichts verloren. Geh einfach durch den Außenring und rede mit den Leuten. Du findest dann schon raus, an wen du dich halten musst. Bei wem kann ich was lernen? Für den Anfang solltest du dich an Fingers halten. Er ist der geschickteste von uns. Wenn du die Augen aufhältst, wirst du noch andere Leute finden, die dir etwas beibringen können. Wo finde ich diesen Fingers? Seine Hütte liegt etwas zurück, direkt an der Burgmauer, wenn du von hier zur Arena gehst. Wenn du vom Burgtor stehst, geh links runter. Da geht's Richtung Arena. Das wird unsere Prüfung sein. Was ist die Prüfung des Vertrauens? Du sollst für mich zur alten Mine gehen. Dort triffst du einen Kerl namens Ian. Er wird dir eine Liste geben. Diese Liste ist wichtig. Da steht drauf, was die Jungs in der Mine von uns brauchen. Das schicken wir ihnen dann mit dem nächsten Konvoi. Kein Problem. Oh doch, das ist ein Problem. Das neue Lager darf auf keinen Fall die Liste in die Finger bekommen. Wie ich schon sagte, die Liste ist wichtig. Wenn du die Sache gut machst, bringt dich das einen großen Schritt weiter. Ja, dann. Kann schon sein. Wenn du meinst. Gute Frage. Wenn die Liste so wichtig ist, wieso sollte Ian sie dann ausgerechnet mir geben? Weil du ihm sagst, Diego schickt dich. Werd's ihm ausrichten. Wenn das so einfach ist, machen die das vom neuen Lager dann nicht. Wo finde ich die alte Mine? Geh zu Graham. Er zeichnet Karten. Sag ihm, du kommst von mir. Er soll dir eine Karte geben. Auf der wirst du die Mine finden. Er wohnt drüben, links, neben dem Nordtor. Kann der uns beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ja, bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Wenn du meinst. Ich glaube, unsere Punkte heben uns mal auf. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Definitiv. An der Geschichte muss wohl doch was dran. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Bei der Mordrak-Sache hast du einen ganz schönen Brocken als Auftrag angenommen. Ich glaube kaum. Er ist kein schlechter Kämpfer. Du solltest einigermaßen trainiert sein. Sollte doch mit keinem drüber reden? Halt dich ran. Der weiß Bescheid. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. War nicht besonders schlau. Mach's gut. Ich würde mal sagen, los geht's. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Muss eben aufpassen, was man rumerzählt. Ich halte mich da lieber raus. Hey, du! Redest du mit mir? Ich will dich warnen. Jemand wie du hat hier schnell Ärger am Hals. Und die meisten, die sie hier reingeworfen haben, sind Arschlöcher. Sie denken, dass sie mit dir machen können, was sie wollen. Aber das lassen wir nicht zu. Gomez will, dass Ruhe im Lager herrscht. Und wir Gardisten sorgen dafür, aber so eine Aufgabe ist extrem kostspielig. Darum bitte ich dich um etwas Erz. Du musst das als Freundschaftsdienst verstehen. Du hilfst uns und wir helfen dir. Wenn du mal Ärger hast, sind wir da. Ich meine, nett gefragt hat er ja schon, aber eigentlich gebe ich fremden Leuten nie Geld. Soll man nicht machen.
Anderes Thema zu dieser Person. Man hat es ja gesehen im Gothic 1 Remake, war er die Torwache. Und natürlich ganz anders drauf. Hier wieder komplettes Arschloch, so wie es eigentlich sein muss. Würde uns eigentlich nur ausnehmen und im Remake war er wieder viel zu nett. So, ja, hier, ich habe eine Aufgabe für dich zu tun. Mach das doch bitte mal. Oh, ein bisschen tätscheln, ein bisschen streicheln und so. Hier natürlich. So muss der sein. Guckt es euch an. So sieht Bladwin aus. Ich lasse mich von niemand hier drohen. Soll das eine Drohung sein? Im Gegenteil. Es ist ein Freundschaftsangebot. Ach so, Mann. Das habe ich nicht gecheckt. Sorry, Bro. Ja, dann zeige ich natürlich gern. Warum nicht? An wie viel Erz hast du denn gedacht? Nicht viel. 10 Erz. Mehr brauche ich nicht. Mensch, können wir nicht auch für weniger irgendwie Freunde sein? Ich habe echt nicht mehr gerade. Tut mir echt leid. Ich habe gerade keine 10 Erz. Dann nehme ich das, was du hast. Ist schon okay. Du kannst ja beim nächsten Mal die volle Summe zahlen. Lass mal sehen. Ich nehme auch kleine Spenden. Es ist der gute Wille, der zählt. Danke für das Erz, Kleiner. Von jetzt an werden wir ein Auge auf dich haben, solange du im Lager bist. Ach, das ist aber nett von dir. Ich meine, für drei Erz so eine gute Freundschaft kaufen. Mach dir keine Sorgen, während du hier im Lager bist. Wir passen auf dich auf. So gütig, dankeschön. Seht ihr, so macht man neue Freunde. Freundschaft kauft man sich mit Geld oder mit Erzbrocken. Das sind die besten Freundschaften, habe ich gehört. Butler? Nehmen wir da. Baltaran. Lass uns lieber über was anderes reden. Ich bin neu hier, wer bist du? Ich bin Baal Taran, von der Bruderschaft des Schläfers. Bruderschaft des Schläfers. Was ist die Bruderschaft des Schläfers? Wir sind eine Gemeinschaft von Anhängern eines neuen Glaubens. Unser Lager liegt östlich von hier, im Sumpfgebiet. Ich bin hergekommen, um Fremden wie dir die Lehre des Schläfers zu verkünden. Wer ist denn der Schläfer? Wer ist der Schläfer? Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat sich vor 5 Jahren durch Iberion unseren Meister offenbart. Seitdem haben wir den 3 Göttern abgeschworen. Und das solltest du auch tun. Hey, wow, wow, die Götter haben es zugelassen, dass wir in dieses Gefängnis verbannt wurden. Der Schläfer aber wird uns wieder in die Freiheit führen. Also ich kann es ja echt verstehen, dass Innos und Adanos vielleicht nicht so cool sind. Aber jetzt gleich so gegen Belial vorzugehen, also... Das ist doch ein bisschen arg krass. Also davon distanziere ich mich jetzt erstmal. Aber mal gucken, vielleicht überzeugt uns er. Wie komme ich zum Lager der Bruderschaft? Ich bin gerade beschäftigt. Aber Baal Parves müsste sich auch hier im Lager befinden. Voll beschäftigt. Er ist in der Nähe des Marktplatzes, auf der anderen Seite der Burg. Ich glaube, er hat dort sogar eine eigene Hütte. So wie gleich. Erzähl mir von der Lehre des Schläfers. Der Schläfer ist ein mächtiges Wesen. Vielleicht sogar mächtiger als Innos, der Gott des Lichts. Im Geiste ist er mit uns. Aber seine Macht ist noch begrenzt. Er schläft einen 1000-jährigen Schlaf. Aber die Zeit seines Erwachens ist nahe. Uns hat er auserwählt, sein Erwachen zu bezeugen und seine Lehre zu verbreiten. Denn höre, diejenigen, die sich dem Schläfer anschließen, deren Seelen werden unsterblich. Aber die, die ihm entsagen oder sich gar gegen ihn stellen, werden vernichtet werden. Aber der Schläfer ist barmherzig und gibt allen Zweiflern einen Beweis seiner Macht. Man muss eben aufpassen, was man immer wieder dieselbe
Okay, ja. Wie beweist euch euer Gott seine Macht? Er spricht zu uns durch Visionen. Wer seine Stimme gehört hat, zweifelt nicht mehr an seiner Macht. Wenn man das Kraut, das im Sumpf wächst, einnimmt, ist man dem Schläfer nahe und kann ihn hören. Manche sehen auch Bilder. Verstehe. Bilder. Bilder im Kopf. Ich habe alle diese Bilder im Kopf. Naja, da kommen wieder Erinnerungen. Eigentlich das. Wie soll der Weg in die Freiheit aussehen? Wir bereiten eine große Anrufung des Schläfers vor, in der alle Novizen zusammen den Kontakt herstellen. In dieser Anrufung wird uns der Schläfer den Weg in die Freiheit offenbaren. Ich muss in die Burg. Kannst du mir dabei helfen? Ich fürchte nicht, Bruder. Die einzigen von uns, die die Burg betreten dürfen, sind diejenigen, die Gomez das Kraut liefern. Wir ernten Sumpfkraut und verkaufen einen Teil davon ans alte Lager zum Austausch gegen Waren aus der Außenwelt. Wenn du einer der Kuriere wärst, die für Kur Kalom arbeiten, könntest du in die Burg kommen. Aber dazu müsstest du natürlich einer von uns sein. Was willst du überhaupt in der Burg? Ja, was wollen wir da? Wir können das auch nicht jedem erzählen. Ich will dort jemanden treffen. So? Wen? Und wieso wartest du nicht einfach, bis er rauskommt? Ach, verdammt, wir sind doch blöd. Klar, warum warten wir nicht einfach? Ach Gott. Es ist einer der Magier. Oh, tja. Die kommen wirklich nie raus. Da musst du schon in die Burg rein. Was willst du denn von denen? Magische Runen kaufen? Oder Tränke? Klar. Stimmt, genau. Wusste ich's doch. Was will ein Typ wie du auch sonst wohl von den Magiern? Ich kann dir einen guten Rat geben. Vergiss die Magier. Die nehmen viel zu viel Erz für ihren Kram. Bei uns im Lager kannst du viel billiger an magische Runen und Tränke herankommen. Irgendwie erzählt uns jeder, dass es bei ihnen im Lager immer billiger ist. Das ist natürlich die Frage, warum ist es bei uns so teuer? Oder verarschen die uns, ne? Bilder? Graham. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Graham. Ich zeichne Karten. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Eine Karte wahrscheinlich. Diego schickt mich. Er sagt, du sollst mir eine Karte geben, auf der Weg zur alten Mine verzeichnet ist. Kein Problem. Für dich nur 20 Erz. Halt. Moment mal, Diego sagte, du sollst mir die Karte geben, nicht verkaufen. Das interessiert mich aber nicht. Hast du eine Ahnung, wie viel Arbeit es macht, so eine Karte anzufertigen? 20 ist schon mein Spezialpreis für Freunde von Diego. Normalerweise würde ich 50 nehmen. Ich bin aber nicht jeder, hallo? Rück die Karte raus, oder ich polier dir die Fresse. Jawohl, jetzt geht's los. Bloß kein Mist, Mann. Ich will keinen Ärger. Hier, nimm die verdammte Karte und jetzt lass mich in Ruhe. Gucken wir doch gleich mal auf die Karte. Wunderschön. Neu hier, was? Dein Gesicht kenne ich nicht. Ich bin Sly. Ich hätte was zu tun für einen Neuen. Du hast was zu tun für mich? Um was geht's? Einer unserer Gardisten ist verschwunden. Er heißt Neck. Er könnte ins neue Lager übergelaufen sein. Du bist neu hier und kommst viel rum. Also halt die Augen offen. Wenn du ihn findest, lege ich ein gutes Wort für dich hier im Lager ein. Das ist doch ein Angebot, oder?
Hört mal an, ne? Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Wenn du Fletcher triffst, frag ihn über Neck. Er hat sein Viertel übernommen, seit Neck verschwunden ist. Wo finde ich ihn? Sein Viertel ist das Arena-Viertel. Alles klar, Chef. Alles klar. So, was haben wir hier denn schon? Butler. Ach, das ist schön hier. Einfach die Ruhe und die Stille vom alten Lager genießen. Gerade so bei Nacht ist das echt idyllisch hier. Wie oft habe ich euch Pennern gesagt, rennt nicht durch meine Hütte! Ach, ein Klassiker. Die Hütte mit den zwei Türen. Was ist dein Problem? Mann, lasst mich bloß in Ruhe. Jeder hier hat ein Problem mit mir. Es fing alles damit an, dass ich meine Hütte gebaut habe. Bau deine Hütte nicht an den Graben, haben sie gesagt. Aber keiner von den Pennern hat mir gesagt, was passiert, wenn ich es doch tue. Als ich vor ein paar Tagen aus der Mine wiederkam, hatte ich eine zweite Tür. Schweine, ich hasse sie. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich sie hasse. Jetzt cool rennt jeder durch meine Hütte. Jeder Arsch. Oh Gott. Was ist dein Problem? Mann, lass mich bloß in Ruhe. Jeder hier hat ein Problem mit mir. Es fing alles damit an, dass ich meine Hütte gebaut habe. Bau deine Hütte nicht an den Grat. Yes. Aber keiner von den... Als ich vor ein paar... Jetzt... Gott, ich hoffe, solche Momente beweisen euch mal wieder, warum man Gothic einfach lieben muss. Ach, da muss ich einfach nur lachen. Das macht mich gerade echt glücklich. Jesse. Wie sieht's aus? Neu hier, was? Du solltest wissen, dass man sich hier besser nicht mit den Gardisten anlegt. Wenn sie Schutzgeld wollen, zahlst du besser. Sonst hast du bald das halbe Lager gegen dich. Danke für die Information. Da haben wir noch Bloodrim. Bro. Ich habe hoffentlich nicht matt davon, aber. Nee. Lass mich vorbei. Entschuldigung, du Model. Was hast du mit der Waffe vor, Mann? Gott, habe ich das vermisst. Du lernst schnell. War hier? Hey du! Hey du! Kluges Kerlchen. Oh Mann, ey. Da lache ich echt. Das wäre. Ah, ein neues Gesicht. Was willst du? Ich will dir meine Hilfe anbieten. Du bist neu hier und Neue bekommen schnell Ärger. Mit einer kleinen Spende an mich könntest du dir einiges davon ersparen. Nur 10 Erz, Mann. Das ist nicht viel. Hey, ich hab deinem Kumpel schon mein ganzes Erz gegeben. Können wir nicht einfach so Freunde sein? Hier, 10 Erz. Und du hilfst mir, wenn ich Ärger habe. Hey, verarsch mich nicht. Komm wieder, wenn du das Erz hast. Mensch, Bro. Ich hab kein Geld. Das ist ja, ich glaube, der schönste Platz im alten Lager. Der Marktplatz. Unter dem Carport. Oder was das sein soll. Na, echt tolle Leute. Hier spielt auch das Leben. Können wir uns zudem auf die Bank setzen? Hey Mann, ich bin Fisk. Ich handle mit Waren aller Art. Wenn du jemals etwas brauchen solltest, bei mir bist du richtig. Gut zu wissen. Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. Mhm. Können wir uns alles nicht gleich. Was ist denn so für Waren? Zeig mir deine Ware. 200 Erz, Dietrich. Kann ich dem was verkaufen? Becher? Ich kann ja bloß meine Becher verkaufen. Das gibt uns wahrscheinlich. Dietrich.
baue ich selber. Nee, jetzt wirklich. Können Sie nicht nur zu den Leuten auf die Bank setzen? Hey du, ich handle mit Sumpfkraut und Tränken aus dem Sektenlager. Willst du was? Sumpfkraut. Was ist Sumpfkraut? Neu hier, was? Man kann es rauchen. Wirkt auf die meisten sehr entspannend. Ich will mich dem Lager anschließen. Ich will Schatten werden. So, du suchst eine Möglichkeit, dich zu bewähren. Gut. Du kannst etwas für mich erledigen. Wenn du die Sache gut machst, lege ich ein gutes Wort bei Diego für dich ein. Um was geht es? Im Sektenlager gibt es einen Mann, der Kalom heißt. Ist ein ziemlich hohes Tier, einer der Gurus der Sekte. Kalom ist Alchemist. Er hat das Rezept für einen ziemlich wirkungsvollen Heiltrank. Ich will ihm das Rezept abkaufen. Dann kann ich die Dinger selber herstellen. Aber an Kalom kommt niemand ran. Und was soll ich da machen? Die Sektenspinner sind dauernd auf der Suche nach neuen Leuten. Du bist neu hier. Tu einfach so, als wenn du dich anwerben lassen willst. Kalom ist einer der Gurus, das heißt, er prüft die neuen Anwärter. Wenn du mit ihm in Kontakt kommst, versuch, an das Rezept zu kommen. Ob du dafür bezahlst oder nicht, ist mir egal. Okay. Gut, zwar ein moralisch verwerfliches Angebot, aber du, wir sind ja ein Goffing. Okay, ich werde sehen, ob ich das Ding kriege. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Jawohl. Geiler Stoff. Ich glaube, wir werden gute Freunde sein. So, ich würde aber noch sagen, wo das Sektenlager ist. Wo ist das Sektenlager? Durch den Südausgang aus dem Lager raus. Dann immer östlich halten. Am besten besorgst du dir eine Karte. Ich habe eine da. Für 50 Erz. Der Südausgang ist der umgestürzte Turm, richtig? Stimmt genau. Alle wollen uns immer nur unser Erz abnehmen. So. So ist recht. Mhm. Nett. So. Ich würde sagen, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, wieder das Video hier zu beenden. Einen kleinen Cut zu setzen für euch. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß dabei. Ihr konntet meine Stimme die halbe Stunde jetzt wieder ertragen. Wie gesagt, muss mir ja nicht immer wiederholen. Liked, abonniert den Kanal, wenn ihr Bock habt. Aber ich zwinge euch natürlich nicht dazu. Oder vielleicht doch. Naja. Ich wünsche euch noch was und haut rein. Okay.